Herzlich willkommen bei GMP1TV. Mein Name ist Ilia Stefanescu und ich erwarte mit Spannung mit euch gemeinsam das Wochenende ab. Am 22. Mai ist es nämlich soweit. GMC 25 steht vor der Tür und einer der Top-Kämpfe des Abends ist die Begegnung zwischen Sascha Massafra und Alexander Wesner. Massafra ist uns jetzt zugeschaltet, mit dem wir über die Partie sprechen wollen. Hallo Sascha, grüß dich. Schön, Hallo, dass du es geschafft hast. Ja, schön, wie geht's dass ich dir es geschafft aktuell? Mir geht's super. Wie geht's dir? Wie laufen die Vorbereitungen? Läuft gut. Wir können trainieren und genau, also wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin, klingt jetzt so ein bisschen wie nicht optimal, aber wir holen das Beste raus. Kannst du da so ein paar Ja, Worte mehr zu sagen? Wie sieht's aus? Wegen der aktuellen Situation kann man ja nicht normal, regulär trainieren, aber wir trainieren super, ich habe gute Einheiten und alles ist gut. Training läuft super. Okay, also du wirst in einer guten Verfassung dann hoffentlich am Samstag dann antreten können, so hört sich das an, ja? Natürlich. Okay, dann sind wir, denke ich mal, beruhigt, die jetzt zuschauen. Lass uns vielleicht ein bisschen zurückblicken. Also 2020 hast du dein Comeback nach längerer Auszeit gehabt, das waren so knapp 5,5 Jahre. Wie war das denn so? Also nervenaufreibend, dann wieder quasi im Käfig zu stehen oder eher sowas wie, du hast dich gefühlt wie zu Hause? Also vor allem war es so, dass halt endlich wieder der Zeitpunkt gekommen war, nach so langer Wartezeit, und das hat sich eigentlich ziemlich gut angefühlt. Also mal wieder das alles zu spüren und drin zu stehen. Genau. Okay, Es also war eher auch ein positiv. ziemlich spontaner Kampf. Also wir haben, da war so eine, Ja. da war halt eine Anfrage, wir haben das angenommen, und also zum Glück jetzt im Nachhinein, weil danach war ja wieder Corona-bedingt Pause. Genau, und dann haben wir es gemacht und genau, war gute Erfahrung wieder und schön drin zu stehen. Sag mal, warum hast du denn seit 2014 damalig halt so eine lange Pause einlegen müssen? Ja, das leider hat es mich ziemlich oft erwischt, verletzungsbedingt und krankheitsbedingt, und es hat sich halt wirklich die ganze Zeit hingezogen und einfach sehr, 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 sehr ärgerlich, das Ganze. Wie hast du die Lust wieder gefunden? Also, wie bist du zurückgekommen quasi zum MMA-Sport, nachdem die Gesundheit dann mitgemacht hat? Ich habe nie die Lust verloren, ich habe auch nie aufgehört. Also, ich habe die ganze Zeit trainiert und teilweise war es auch so, dann war ich wieder im Training, dann hat mich wieder irgendwas erwischt und dann ist wieder ein Rückschlag gekommen. Das ging halt wirklich. Ich glaube, das ging wirklich so 5 Jahre lang. Leider. Die Lust war immer da. Ich habe immer weiter trainiert, immer mein Ding gemacht, immer weiter daran geglaubt, auch wenn von manchen Seiten man dann auch hört, ja, überleg doch mal, vielleicht aufzuhören oder dies oder das, aber das kommt natürlich nicht in Frage. Du hast meines Wissens, glaube ich, noch gegrappelt zwischendurch. War das so ein Faktor, dass du versucht hast, sozusagen fit zu bleiben, ein bisschen ja, Kampferfahrung in Anführungsstrichen dann fürs MMA noch zu besorgen zwischendurch? Richtig. Ich glaube, ich habe 2 Turniere seitdem gemacht, oder 2. Das hat mein Trainer meinte halt, ja, da steht jetzt das und das an. Und dann habe ich da halt, wurde ich angemeldet und habe dann mitgemacht, genau. Da ging es halt gerade. Da war halt zum Beispiel gerade, wenn da ein MMA-Kampf gewesen wäre, hätte ich da auch sozusagen, sag ich jetzt mal, antreten können. Aber das hat halt von der Zeit her, von der Spontanität gerade gepasst, dieses Grappling-Turnier. Also du hast quasi genutzt, was man dir sozusagen geben konnte in dieser Zeit, ähnlich wie du es wahrscheinlich jetzt machst, Corona-bedingt, dass du schaust, wenn sich was entwickelt, dann versuchst du da sozusagen in den Käfig zu Genau, jumpen. genau so ist es. Nur hatte ich halt wirklich diese Zeit, also das war wie, ich konnte selbst nicht glauben, dann hatte ich das eine hinter mir, auf einmal kam das nächste. Und das war halt immer so, waren halt alles so langwierige Sachen und es ist einfach nur ärgerlich. Und deswegen, zum Glück auch, haben wir dann diese kleinen Turniere da auch mitgenommen zu der Zeit. Ja, zum Thema mitgenommen, wie sehr hat es dich denn mitgenommen? Also vielleicht auch mental, wenn man immer wieder dieses Stop and Go hat. Also dann läuft es wieder kurz gut, dann kommt wieder eine Verletzung, dann wirft es dich zurück
Und dann musste ich quasi wieder immer wieder hineinarbeiten. Wie schwierig ist das? Hat gerade jemand angerufen. Kannst du mir die Frage nochmal stellen? Na klar. Ich meinte, wie schwierig ist das immer dieses Stop and Go sozusagen, dieses Auf und Ab, Verletzung, dann wieder kurz auskurieren, dann kommt wieder was dazwischen. Also wie anstrengend ist das auch für den Kopf? Es ist nervig, ja, auf jeden Fall. Aber wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann denk ich, sollte man alles dafür tun, um wieder in die Spur zu gelangen. Also, das war eigentlich so bei mir, dass jedes Mal, wenn ich zurückgeworfen wurde, habe ich mir gedacht, ja, okay, komm, ich schaff's trotzdem. Ich bin bald wieder da. Und jetzt sehen wir, ist es so. Genau, die Einstellung hat man definitiv gesehen, auch in deinem Comeback 2020. Dann warst du zuletzt im März bei GMC in Aktion, hast dich dort erfolgreich und dominant gegen Fatih Aktaş durchgesetzt. Jetzt steht der zweite Kampf an nach ja, knapp 2 Monaten. 2 Monate ist es bist du bereit nach dem letzten Kampf? Ob ich bereit bin? Ob 2 Monate quasi reicht für dich oder Na reichen? klar, ich bin bereit. Für mich reicht das. Also wir, wie gesagt, wir haben immer weiter trainiert, gut trainiert und wir sind bereit, ja. Zuletzt warst du ja im Schwergewicht in Aktion, jetzt geht es ins Halbschwergewicht gegen Alexander Wesner. Wie kam es dazu? Warum der Wechsel? Also eigentlich ist es kein Wechsel, sondern wir haben davor einfach nur Schwergewichtskämpfe bekommen und deswegen das war eigentlich der Grund dafür. Also die letzten zwei Kämpfe waren Schwergewicht, weil die halt so gekommen sind und genau. Und jetzt bin ich in 93, mein normales Gewicht. Ich wollte gerade fragen, also dein normales Gewicht, jetzt hast du quasi die Antwort schon gegeben, also du fühlst dich quasi zu Hause im Halbschwergewicht. Wie läufst du denn normalerweise rum so? Also wenn du jetzt, ich sag mal, nicht unbedingt im Wettkampfmodus bist. Also ich habe immer mein Gewicht. Es ist ganz normal so, 93 sowas. Ich bin ja auch im letzten Kampf, glaube ich, 95 irgendwas eingewogen. Also ist der Plan, im Halbschwergewicht erstmal weiterzukämpfen oder spielst du sogar mit dem Gedanken, noch weiter runterzugehen dann? Nee, ich sehe keinen Grund. Ich fühle mich gut so und genau. Okay, das heißt, das Halbschwergewicht, da bleibst du uns erstmal erhalten. Alexander Ja, also Wesner, ja? je nachdem, wo halt was für Kämpfe reinkommen und dann, wenn wieder ein Schwergewicht kommt, warum nicht? Wenn ein Halbschwergewicht kommt, warum nicht? Das ist dann auch so nur mit meinem Trainer wird dann entschieden. Genau. Ja, Alexander Wesner wollte ich gerade ansprechen, ist ja auch ein Halbschwergewichtler, der ordentlich Power in den Händen, in den Fäusten hat. Hat einen sehr spektakulären K.O. gegen Benjamin Russ gebracht im letzten Auftritt. Respektierst du seine Schlagstärke? Also man respektiert die von jedem Gegner, denke ich. Ja, man muss natürlich immer aufpassen, nicht richtig getroffen zu werden. Also, aber er hat gezeigt, dass er ordentlich zuhauen kann, ja. Wie bewertest du das mit deiner eigenen Schlagstärke? Glaubst du, dass deine eigene Punching Power besser ist? Schauen wir dann am Samstag. Ich denke, wir werden beide unseren Spaß haben. Wo siehst du Vorteile für dich? Was glaubst du, wo bist du besser als er? Also, ich fühle mich überall vorbereitet und ganz normal, ich will ganz normal in den Kampf gehen und schauen, je nachdem, wir werden uns ein bisschen bewegen und dann mal gucken. Das ist mir eigentlich relativ egal. Du hast ja, wie du gerade schon gesagt hast, seinen letzten Kampf mindestens gesehen, vielleicht sogar noch andere Kämpfe, vielleicht ein bisschen analysiert. Mit was für einem Kampfverlauf rechnest du? Also, wenn du es selber für dich schon mal so ein bisschen visualisiert hast in Zukunft. Man hat ja immer so Gegner, wo man sagt, ich glaube, gegen den würde ich das und das und das machen. Ja, also ich finde auf jeden Fall, er ist ein super Mann, bewegt sich gut, schön leichtfüßig, gute Hände, gute Konter, gute Takedowns, guter Mann, freue mich einfach drauf. Also es hört sich jetzt so ein bisschen darauf oder danach an, dass wir womöglich eine Schlacht im Stand erleben können. Ich denke, die Herzen so einiger Zuschauer würden sich darauf freuen. Aber ich gehe trotzdem davon aus, egal wohin der Kampf verläuft, du bist ja auf alles vorbereitet, oder? Genau, so sieht's aus.
Haben wir im letzten Kampf dann auch gesehen, es ging ja tatsächlich mal nach oben, mal nach unten, hast alle ja, Facetten des Sports sozusagen durchgebracht. Stimmt, da war Wenn, ziemlich alles drin, ja. genau, wenn ich dich jetzt fragen würde, also du bist ja auch so ein Typ, der ungern, glaube ich, Prognosen abgibt, aber wenn du wählen könntest, wie du diesen Kampf beendest, wie würdest du es am liebsten machen? Vorzeitig. K.O. Submission ist mir total egal. Okay, also Hauptsache vorzeitig. Bei Wesner wissen wir auch seine Kampfbilanz. Also er macht es auch unglaublich gerne vorzeitig. Damit ist, glaube ich, auch extrem viel Spannung in der Luft. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter nach diesem Kampf sozusagen. Was sind denn deine weiteren Ziele? Was willst du dieses Jahr noch erreichen? Ich möchte definitiv noch ein paar Mal kämpfen, auf jeden Fall. Ich möchte definitiv dieses Jahr noch reisen, weil das wurde ja jetzt im letzten Jahr war ziemlich schwer. Ich würde gerne ins Ausland gehen zum Trainieren und auch mit meinem Bruder ein bisschen reisen. Also wir haben schon einiges geplant und hoffen wir natürlich, dass es auch möglich ist. Ja, also man weiß es ja nicht wie momentan. Stefan Pütz ist jetzt zu oder durch seinen Wechsel zu Bellator MMA wird er ja wahrscheinlich den Gürtel ablegen bei GMC. Frei werden. Ist das etwas, das dich motiviert, das du gerne anstreben würdest? Natürlich, warum nicht? Das ist ein, wie sagt man, prestigeträchtiger Gürtel. Und auf jeden Fall interessiert mich das, ja. Aber wie gesagt, erstmal ist jetzt der Kampf gegen den Alex Wesner und danach kann man darüber sprechen. Ja, klasse. Dann würde ich abschließend tatsächlich nur noch fragen, du hast deinen Bruder gerade erwähnt, als wir euch, glaube ich, das letzte Mal gesehen haben, da hast du gesagt, pass auf, er wird demnächst auch ordentlich mitmischen. Hast du vielleicht ein kleines Update dazu? Also, Gianni, ihr müsst bestimmt noch diesen Sommer einen Kampf machen, gehe ich von aus. Aber wir haben nur wirklich noch nichts an der Hand. Also, es würde mich auch freuen, wenn das bald soweit ist. Okay, dann warten wir gespannt ab. Er wird auf jeden Fall in deiner Ecke sein. Dann am Samstag. Vielen Dank für deinen Ja. Einblick, so ein bisschen in deine mentale Lage jetzt vor dem Kampf. Und ganz viel Erfolg natürlich dann am Samstag. Das letzte Wort, wenn du noch was auf dem Herzen hast, was loswerden willst, jemanden grüßen oder ähnliches, überlasse ich dir. Vielen Dank. Also, ich möchte mich für das Training bedanken, einfach in dieser Zeit bei meinen Trainingskollegen von Elite MMA, bei meinen Jungs aus Freising, bei meinem Sponsor Nano Squad, der mich immer mit den Produkten für die Regeneration unterstützt und natürlich bei meinem Trainer, meiner Familie. Das ist eigentlich alles, was momentan zählt. Danke euch für die Zeit. Danke GMC für den Kampf. Danke für an Alex Wesner. Dass wir am Samstag unseren Spaß haben können. Und wie gesagt, dann sehen wir uns alle am Samstag. Und genau. Genau, ja, ich würde sagen, perfektes Schlusswort. Also vielen Dank auch an dich. Bleib gesund. Wir sehen uns Samstag, genau am 22. Mai ab 19 Uhr live und exklusiv auf german-mma.de. Schaltet ein.